Hier stehen wir gerade. Ja, die Heizung ist leider immer noch defekt. Natürlich viele mögliche Fehlerquellen. Ein bisschen ungemütlich, aber ich habe hier einen schönen Unterstand. Das muss ich jetzt auseinanderflöhen. Die Standheizung, die ja vorher drin war, die kommt jetzt hier in die Staubox. Und wenn mal so die Sonne rauskommt, ist ja schon ganz geil, ne? In solchen Momenten, da vergeht mir echt die Lust, ne? Wir kriegen die Heizung nicht zum Laufen. Nichts ist so konstant wie das Chaos. Mir irgendwie ist da ein Denkfehler unterlaufen. Baut euch nie Laminat ein. So, zwei Schritte voran, ein Schritt zurück, ne? Jetzt fing das dann halt schon an zu gammeln, ne? Regen nervt. Nico, du freust dich, ne? Ja, hört ihr das hier? Wir sind Yvonne und Nikolas. Reisen ist unser Leben. Unsere Jobs haben wir gekündigt, um etwas völlig Neues zu beginnen. Als digitale Nomaden wollen wir in unserem Expeditionsmobil die Welt bereisen. Komm mit und begleite uns auf unserem Weg. Ich will euch einmal zeigen, wie wir jetzt so wohnen. Wir sind ja hier auf einem Grundstück von einem Bekannten von Dirk. Hier stehen wir gerade. Und das ist der Wohnwagen, in dem wohnt Dirk. Der baut sich gerade seinen 9016 aus. Ja, Dirk ist schon etwas länger dabei. Der baut jetzt seit fast einem Jahr sein Expeditionsmobil selber komplett. Da ist jetzt so die Halle, in der können wir mitbauen. Da haben wir so Geräte für Holz und für alles Mögliche, aber das zeigt euch Nico nochmal richtig. Nico baut hier unsere Heizung wieder. Naja, bringt sie in Ordnung. Und ich habe die ja gerade mal außen nochmal gebaut. Da saß sie ja drinne. Hier liegt sie. Ja. Als wir die getestet haben, immer das Gefühl gehabt, irgendwie summt das so, als ob da ein Motor fest ist. Und jetzt haben wir den immer auseinandergenommen. Wie man sieht, sind da schon zwei Lamellen abgebrochen. Ich bestelle jetzt entweder so ein neues Rad oder einen neuen Motor. Mal gucken, je nachdem, was da von mir Basto angeboten wird. Das Modell, was da eingebaut ist, ist von 2004. Dafür, dass der Aufbau gerade mal 3 Jahre alt ist, ganz schön alt. Gebrauchteile verbaut. Ich gehe mal mit euch rein, wie es mir momentan aussieht, so nach 2 Tagen. Heizlüfter, weil ja, es geht die Heizung ja nicht. So sieht es derzeit aus. Unser Badezimmer ist jetzt noch nicht in Funktion. Die Dusche haben wir jetzt noch nicht ausprobiert. Tisch wird ja noch gebaut. Momentan können wir ja nur drin kochen und das möchten wir nicht so gerne, weil, wegen den Gerüchen und so. Hier können wir abwaschen. Und hier ist so jetzt die Küche, in der wir die nächste Zeit kochen werden. Und heute gibt es Penne mit lecker Spinat. Du sollst Mäuse fangen. Husch, husch. Ah, ich bereite gerade den Einbau vor. Das Wetter ist, wie es halt so für Deutschland typisch ist, im Mai. Regenwetter, Donner. So, ein bisschen ungemütlich, aber ich habe hier einen schönen Unterstand. Auf jeden Fall soll die Standheizung, die ja vorher drin war, die kommt jetzt hier in die Staubox. Da kommen nachher die Schläuche rein für Vorlauf und Rücklauf. Hier ist dann nochmal ein Kanal für Stromleitung. Die Diesel kommt hier hinten rein. Dann werde ich mal gucken, dass ich die jetzt hoffentlich morgen oder übermorgen zum Laufen kriege. Mal gucken, drück mir die Daumen. Ich hatte ja keine Ahnung, was mich da erwartet. Ich friere mir jetzt gerade die Heizungssteuerung auseinander. Ja, es ist immer wieder eine spannende Überraschung, was ich denn Neues so finde, was einer kleinen Überholung bedarf. Irgendwas, was mit Lautsprecherkabel verbunden wurde. Dieser ganze Schmonster drinne. Das muss ich jetzt auseinanderflöhen und gucken, dass ich das irgendwie wieder zusammenkriege. Legen wir mal los. Das hier ist meine Werkstatt. Hat eigentlich alles, was ich brauche. Nur ein besseres Wetter könnte mal irgendwie sein, langsam wieder. Ja, mittlerweile haben wir uns ganz gut eingelebt hier. Ja, man hört halt die Vögel zwitschern und irgendwie einen Fasan haben wir auch irgendwo. Ich bin immer noch bei der Heizung bei. Ich glaube, ich puzzle da jetzt schon seit 5 Tagen oder so dran rum. Naja, aus der Reparatur ist letztendlich dann jetzt auch ein Umbau geworden. Und da ist jetzt die Standheizung drin. Habe ich mir halt überlegt, da eben halt mit den Schläuchen dann durchgehe. Ja, dafür musste ich aber leider die Tankbefüllung hier abnehmen. Die ging vorher hier durchs Loch. Im Moment habe ich es jetzt provisorisch erstmal gemacht, um den
Wassertank wieder zu befüllen. Den will ich dann irgendwie hier irgendwo festmachen, so dass der Schlauch dann immer drin ist. Also auch wenn es dann draußen mal Minusgrade hat, dass mir dann der Wasseranschluss zur Befüllung nicht einfriert. Da sind noch alles die Reste von der Steuerleitung für die Heizung. Das muss ich jetzt auch noch zusammenbauen. Also wenn mal so die Sonne rauskommt, ist ja schon ganz geil, ne? Ich kann euch erst einmal zeigen, wie das hier aussieht. Nur ab und zu mal kommen hier Autos vorbei. Heute gibt es Kaffee an unserem Sonnenplatz. Ein bisschen frisch ist schon. Ja, aber es ist schon ziemlich geiles Wetter heute. Das ist übrigens kein Cocktail. War echt cool, dass die beiden da waren. Super war cool. War super inspirierend, hat total Spaß gemacht. Endlich wieder Gleichgesinnte getroffen und man merkt richtig, wir sind richtig gut drauf. Ne? Ja. Komm gerne wieder. Ja, heute ist Vatertag und wir sind jetzt seit einer Woche ungefähr hier. Und jetzt ist auch mal Pause mit den Arbeiten. Wir haben was ganz Besonderes vor. Wir machen heute ein kleines Feuer, um uns zu entspannen heute Abend. Nico, du freust dich, ne? Ja, sehr geil. Hört ihr das hier? So muss ein Grill klingen. Ja, ein bisschen, wie soll man sagen? Grob. Kross. Yummy. Wenn es mal mit dem Feuer nicht klappt. Du machst das Dicke hier unten warm, damit die Wärme aus dem Dicken in das Dünne reinfließt. Ja. Also sonst umgekehrt. Hältst du das zu stark, um das warm zu kriegen, um das Flussmittel halt flüssig zu machen? Das ist eigentlich ganz gut gelungen. Wo sich Kupfer vermeiden lässt, würde ich jetzt halt Kühlerschlauch einbauen. Der Plan ist jetzt, das Ganze mit dem Kühlwasserschlauch, den ich jetzt gekauft habe, zu verbinden. Der 19-Zoll-Schlauch wird dann halt mit Winkeln verbunden, so dass ich ihn nicht irgendwie um die Ecke biegen muss, weil dann wird er platt und macht den mit einer Rohrschelle dann hier eben fest. Das Stück, was ich jetzt eben gerade gelötet habe, das kommt hier oben hin auf den Wärmetauscher. Gestern ist mir aufgefallen, dass ich das falsch verkabelt habe an der Heizung. Das darf ich jetzt alles nochmal aufmachen. In solchen Momenten, da vergeht mir echt die Lust, ne? Hinzu kommt, dass es jetzt seit Tagen geregnet hat. Zwischendurch ist es immer mal wieder trocken, so wie jetzt. Die nächste Wolke sieht man, glaube ich, schon. Im Gefühl komme ich auch nicht voran. Ne? Mit der Heizung, da dokter ich jetzt irgendwie schon seit 7 Tagen rum. Regen nervt. Also draußen bauen macht echt keinen Spaß. Ne? Ist halt irgendwie ungemütlich und es ist auch zugig und naja. Ja, na gut, aber es muss halt auch mal sein. Irgendwie, das ist Bewährungsprobe oder was, weiß ich nicht, keine Ahnung. Wir spülen jetzt die Heizung. Weil wir haben ja festgestellt, dass bei der alten Pumpe 2 Flügel von dem Rad fehlen. Wasser am Arsch, ne? Ein bisschen vorsichtiger. Heizkörper aufgedreht. Der hintere schon. Mal gucken, ob der im Bad auch aufgedreht ist. Hallo! Ja. Bin ja ein bisschen aufgeregt, ne? Jetzt sagt volle Bulle. Irgendwas gluckert da. Und jetzt kommt auch schon was raus. Wenn man mal keine Schlauchverbinder hat, mit Panzertape jetzt auch
Für den ersten Test schließe ich erstmal nur die Heizung an und gucke mal, ob alles läuft. Und jetzt habe ich natürlich alles umgebaut. Hat natürlich viele mögliche Fehlerquellen, die ich da jetzt eingebaut habe. Oh, gespannt, ne? Ich habe mir natürlich vorher die Kabel alle markiert. Ja. Soweit ist erstmal alles verkabelt. Jetzt werde ich noch die Schläuche entsprechend für Vorlauf und Rücklauf an die Heizung anschließen. Und da soll sie dann rein. So, und der kommt so, hier oben ran. Für den ersten Test reicht das erstmal. Was ich vergessen habe hier, ich müsste mal Ventile da einbauen. So, ein paar Schläuche fahren. Und dann kannst du schön befüllen bzw. Wasser ablassen. Ach, das werde ich jetzt vorher nochmal einbauen. So, fertig sind sie. Und die baue ich jetzt dazwischen. Dann befüllen wir die Anlage und dann geht der Test los. Und wieder mal regnet es. Wie schön, dass ich jetzt draußen arbeiten darf. Naja, aber es geht voran. Dann kann ich die Heizung befüllen und dann können wir den Test starten. Ja, und so sieht es dann jetzt aus, fertig für den Test. Die Dieselleitung wird auch noch kürzer gemacht. Dann fangen wir mal an zu betanken. Und jetzt müsste hier der Druck steigen. Und tut er auch. Zack. Ein kurz vereinbar. Damit können wir das erstmal probieren, würde ich sagen. Die kann man halt hier zur Sicherheit dann nochmal draufschrauben, falls der dann doch nicht ganz dicht hält. Und das ist jetzt im Prinzip die Vorbereitung dafür, dass ich dann irgendwann Frostschutze reinmachen werde. Ja, damit mir die Heizung dann nicht einfriert, also das Wasser zumindest nicht. Ne? Und dann ist das so, wie ich mir das vorstelle. Der Druck, den muss ich dann mal weiter beobachten jetzt, ob er sich hält. Dann kann das gleich losgehen. Uiuiui. Ui, ui. So, ich bin hier vom Mittagessen zurück. Hier ist alles trocken. Mal gucken, ob der Druck noch steht. Jo, allerbest. Gut, dann würde ich jetzt die Sicherung einschalten und hoffen, dass da nichts funkt. Das war die hier oder die. Schließe jetzt erstmal die manuelle Bedienung an und jetzt schalte ich mal die Heizung ein. Der große Moment. Okay, es passiert was. Ich wollte ja noch den Schlauch abziehen. So, ein bisschen was kommt da schon raus. So, steckt mal mehr auf. Die Heizung läuft jetzt soweit erstmal ganz gut, aber an den Heizkörpern kommt nach wie vor nichts an. Das Problem hatten wir ja vorher ja auch gehabt. Oh ja. Okay, Wasser, da war keine Luft drin. So, läuft erstmal alles so wie gedacht. Also richtig angeschlossen. Die Heizung geht jetzt auch nicht mehr von alleine irgendwie aus und macht da nichts mehr, sondern läuft halt immer wieder an. Das Problem ist nur, dass sie halt das Heißwasser nicht irgendwie in den Heizkreislauf kriegt, sondern nur in den kleinen, also der Plattenwärmetauscher und der Wasserboiler. Ja. Also Luft ist jetzt weitgehend raus aus dem System, zumindest hören wir jetzt erstmal nichts mehr gluckern. Gucken wir mal, ob jetzt auch in den Heizkörpern Wärme ankommt. Der ist jetzt noch kalt, jetzt erstmal nur lauwarm. Mal gucken. Wir kriegen die Heizung nicht zum Laufen und wir haben den Verdacht, dass das an der Luft in dem System liegt und wir kriegen die Luft da nicht raus. Die Luft geht halt zum höchsten Punkt. Damit da jetzt die Luft hinwandert, haben wir jetzt den LKW aufgebockt. Gucken wir mal, dass es jetzt läuft. Irgendwie wird meine Lust da rauszugehen und weiterzumachen heute immer weniger. Ja, mal ehrlich, muss man bei Gewitter wirklich rausgehen und arbeiten? Und bei Hagel. Muss man da schlechtes Gewissen haben? Nö. Ich mache alles zu draußen und dann ist Feierabend. Oh mein Gott. Oh mein
alter Falter, ist das laut. Unsere Solaranlage, ich hab Angst da oben. Ich hoffe, ich halte das aus. Weiß ich, wisst ihr, ob Solar irgendwie sowas aushält? Guck doch mal das Auto an. Der Hagel, der fetzt sogar die Blätter von den Bäumen runter. Wir haben heute den 19. Mai übrigens. Na gut, dann... Schönen Abend noch. Genau, schönen Abend noch. Und wag mich dann doch mal raus. Boah. Bäche kommen hier raus. Das ist alles Hagel hier. Richtiger Schnee. Ich werde mal hier unsere Werkstatt mal ein bisschen zumachen. Licht aus. Das irgendwie die Naturgewalten. Das ist unbeschreiblich. Kabine wird wohl dicht sein, hoffentlich, ne? War schön gemütlich jetzt, ne? Wenn man so drin im Trocknen ist, ist es warm. Wenn auch die Heizung nicht läuft, aber also zumindest nicht die, die laufen sollte, dank Heizlüfter, das ist hier kuschelig. Hallo zusammen. Ja, Nico baut gerade an der Heizung weiter. Die ist ja seit 2 Wochen defekt und wir leben gerade hier auf einer riesen Baustelle. Wollte ich euch einfach mal zeigen, wie es momentan hier so aussieht bei uns in der Kabine. Aber es ist trotzdem schön. Ja, ich habe mal gestern schön... Diese Verbindung zwischen Frischwasserleitung und Heizung hatte ich ja getrennt gestern. Und was mache ich heute Morgen? Für den Test befülle ich nochmal die Heizung. Was passiert dann? Es läuft Wasser aus. Nicht schlimm gewesen, aber sicherheitshalber wollte ich halt doch nochmal gucken, ob irgendwas unter die Platten, die hier hinten im Kofferraum verbaut wurden, runtergelaufen ist. Ja, gut, dass ich das gemacht habe. Was ist mir aufgefallen? Hier in der Ecke, das Holz hier, was da verbaut ist. Also da war ja USB-Platte drin. Das ist alles vergammelt, ne? Ist jetzt kein Drama, aber dafür musste ich hier alles rausreißen, ne? Ja, das sind sie. Der Dämmstoff und die USB-Platten. Da sieht man, dass das hier gammelig ist, ne? Ja, ist mal wieder schön scheiße gebaut hier. Von oben läuft das Wasser runter. Und dann hier letztendlich in die Ritzen rein. Ich werde hier irgendwie so eine Regenrinne vormachen. Ich lasse jetzt das Wasser von der Heizung nochmal ab, um zu messen, wie viel Liter da jetzt drin sind in dem ganzen Kreislauf. Also wie viel Liter von dem Frostschutzgemisch da rein muss. Ja, ein bisschen länger hätte ich den Schlauch schon mal machen können. Ne? Mal gucken, was da rauskommt. Also wie viel Liter. Das ist genau 1 Liter. Man sieht, es ist auch so ein bisschen Rost da noch mit rausgekommen. Das ist ganz gut. Das bedeutet, aus den Heizkörpern ist das Wasser mit entwichen. Das Frostschutzmittel ist gekommen gestern. Ja, jetzt steht eigentlich der Befüllung der Anlage nichts mehr im Wege. Nur eine Sache noch, die ich irgendwie machen muss, sind halt diese Hülsen hier, also die Führungshülsen, die hier letztendlich dafür sorgen sollen, wenn sich die Kabine bewegt, sich hier die Schläuche darin bewegen können. Ja, das ist leider viel zu eng. Ansonsten ist das hier alles fertig. Anstatt jetzt Leerrohr zu nehmen, halt diese Muffen für das Leerrohr genommen. Und die sind halt von der Weite her ja, groß genug, dass ich das da locker bewegen kann. Ne? Gestern habe ich noch hier drinnen alles fertig gemacht. Das sind jetzt die Abschlussventile, also für den Rücklauf und hier hinten für den Vorlauf. Ich habe hier auch nochmal ein Brett komplett, also aus Siebdruck, die habe ich jetzt hier nochmal vorgemacht. Wenn hier nochmal irgendwas ausläuft, dass jetzt nicht gleich irgendwie wieder auf den Tank in den Wohnraum läuft, sondern hier drauf bleibt. Und zusätzlich konnte ich dann halt diese Ventile, die ja dann doch ein bisschen dicker sind, weil das 3/4 Zoll ist, hier nochmal vernünftig dann mit den Schellen hier festmachen. Also da bewegt sich dann halt auch nichts. So, und dann nur noch die Heizung befüllen und entlüften.
und dann hoffen, dass alles läuft. Ne? So, die neuen Hülsen habe ich jetzt eingebracht. Hab das dann jetzt mit Sika 252, ist so ein Konstruktionskleber, der halt flexibel bleibt, eingeklebt. Jetzt muss ich nur die Schläuche hier wieder reinführen, anschließen und dann kann das losgehen. Dann würde ich sagen, heute ist der große Tag der Befüllung und der Wahrheit, ob das alles dann auch wirklich so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. So ein bisschen habe ich Sorge, dass wir die eben halt nicht vernünftig in Lüfte kriegen. Ne? Ich habe jetzt gut 20 Liter gekauft, ne? So 14, 15 gehen da jetzt rein in die Anlage. Also ein bisschen Puffer habe ich. Gut, dann mache ich mich mal ran, baue alles zusammen und dann wird der LKW noch aufgebockt, noch ein bisschen höher gefahren. Da vorne sind schon Bretter, da fahre ich dann hoch. Da, das ist der höchste Punkt und die Luft dann, während die Heizung dann läuft, ja, eben halt dahin wandert und dass ich da vernünftig entlüften kann. Das hat zumindest beim letzten Mal zum Erfolg geführt. Dann lege ich mal los. Was Größeres her. Ich krieg den nie auf. Damit sollte es jetzt gehen. Ich bin gespannt. So, also hier kommt noch nichts raus. Das bedeutet, dass da ist noch lange nicht genug im System. Probleme mit der Gasflasche. Die kommt nicht rechtzeitig und wenn sie kommt, kommt sie beschädigt. Naja, gefühlt haben wir in letzter Zeit auch irgendwie 50 oder 500 Bestellungen, keine Ahnung, ich überblick das nicht mehr. Side Story, interessiert niemanden? Ich entlüfte mal weiter. Okay, am ersten Heizkörper schon mal was angekommen. Nope, nochmal. Okay, und das ganze Spiel nochmal. Ein bisschen mehr als ein Viertel ist das noch. Da ist noch gar nichts drin. Okay, der Druck ist wieder gestiegen. Also viel geht da jetzt gar nicht mehr rein so richtig. Das kann nur bedeuten, dass da jetzt bald mal das System voll sein sollte. Naja, das ist nur eine Frage der Zeit. Ein bisschen Geduld. Versuch Nummer 3. Ich glaube, das werde ich noch ungefähr 10 Mal machen. Ich könnte mir ja auch Hilfe holen, ne? Aber Dirk hat gerade einen Kumpel bei sich, den wollte ich eigentlich ungern stören. Ich probiere es jetzt noch 2 Mal. Dieses rote Zeug, das klebt wie blöde. Schön auf dem Teppich. Aber dadurch, dass das ein guter Vorwerkteppich aus unserer Wohnung ist, lässt sich das auch einfach gut wegwischen. Also, auf dem Teppich. Angeber. So, soweit ist erstmal alle Luft draußen. Dann machen wir mal die Heizung an, würde ich sagen. Zack. Oh, Sicherungen waren schon drin. Ich brauche nur noch das Bedienteil. Wo habe ich denn das gelassen? Es findet sich alles wieder an. Jetzt könnte man sagen, das schreit nach einem besseren System, aber nichts ist so konstant wie das Chaos. Okay, blinkt. Scheint sie erstmal umzuwälzen, das Wasser. Und dann irgendwann fängt sie dann an, Diesel zu saugen. Jetzt, genau, jetzt hört man das. Wäre cool, wenn gleich von Anfang an alles läuft. Wenn ich Glück habe, dann reicht das jetzt schon, dass die Heizkörper alle heiß werden. Beim letzten Mal haben wir die Heizkörper einfach nicht warm gekriegt. Ne? Jetzt fährt sie gerade hoch. Läuft volles Rohr. Das ist der Rücklauf, der ist noch kalt. Das ist gut, weil das bedeutet, dass er gleich dann auch in die Heizung reingeht. So, Vorlauf. Dann wobei, der Vorlauf ist jetzt lauwarm gerade mal. Vielleicht zu früh gefreut, ne? Die Heizungsanlage steht jetzt auf 2 Bar. Das ist das, was ich vorher eingestellt hatte, hier mit dem Druckausgleich. Vielleicht lasse ich lieber noch mal ein bisschen was ab, damit mir hier das nicht um die Ohren fliegt. Gluckern höre ich auch nichts. Das ist hier das Rohr, der Vorlauf zu den Heizkörpern und der ist gut heiß. Und der Rücklauf zur Heizung, der ist gerade mal lauwarm. Das ist gut. Das Gute bei dieser Flüssigkeit ist, wenn es irgendwo eine Undichtigkeit gibt, dann sieht man sie sofort. Ja, die habe ich halt mit Teflonband reingedreht und die ist leider undicht. Also
musste ich die ganze Anlage ablassen wieder, auseinanderbauen. Und jetzt kommt da vernünftig Hanf rein, dann wird das wohl hoffentlich dicht werden. Aber alles wieder von vorne, ne? Hab ich da einen Bock drauf. Es war so der Moment, als ich die Dinger eingedreht habe mit Teflonband, wo ich dachte, oh, naja, passt schon. Das sind genau die Momente, wo du weißt, hättest du auf deinen Bauch hören sollen und das nochmal vernünftig machen müssen, bevor du es einbaust. Jetzt ja, habe ich doppelte Arbeit, ne? Das sollte halten. So, und jetzt wieder einbauen. Das ganze Spiel von vorne. Naja, ist schon okay. So, hier ist auch alles dicht. Wow. Also beide Heizkörper sind heiß. Ist gut. Ich werde jetzt noch mal ein paar Mal durchlaufen lassen. Starten, stoppen, entlüften. Und dann, glaube ich, war es das. Das Kapitel Heizung ist dann endlich abgeschlossen nach... Wie lange? 4 Wochen. 4 Wochen. Ja. Naja, manchmal ist das halt so, ne? Ich freue mich. Läuft. Alles gut. Jetzt können wir endlich dazu übergehen, die Dinge zu tun, weswegen wir eigentlich hier sind. Ja, dachte ich. Mittlerweile haben wir Mitte Juni. Und ja, immer wieder grätscht irgendwie was dazwischen. Baut euch nie Laminat ein. Macht das nicht. Ich hatte schon so ein bisschen im Bauchgefühl gehabt, so na, irgendwie so da im Feuchtraum, da bei der Dusche. Guck mal lieber irgendwie unter das Laminat. Boah, seht selber, ne? Ja, man sieht das halt hier besonders, ne? Das sind noch so die dunklen Flecken, das sah noch viel schlimmer aus. Das sind da halt die Ecken von der Dusche und da fing das dann halt schon an zu gammeln. Ne? So 2 Schritte voran, 1 Schritt zurück. Ne? Aber so lernt man das Mobil dann auch so nach und nach kennen und zerlegt es irgendwie so zwischendurch hier und da mal wieder in seine Einzelteile. Aber wenn wir das dann fertig haben, dann haben wir auch das gute Gefühl, dass alles okay ist und dass alles passt für die Reise. Auch beim Kleiderschrank jetzt. Das war mir auch nicht so geheuer. Ich habe hier oben jetzt ein Ziehmotor reingemacht, dass das vernünftig im Blech verankert ist. Hier in die Seitenwände, da war auch, da sind zwar Schrauben irgendwie reingemacht worden, einfach so direkt ins Blech rein, aber ohne irgendwie dann Keile dazwischen zu setzen und dann waren die Wände halt verbogen. Ne? Da habe ich dann halt auch erstmal entsprechend Abstandhalter da reingemacht. Dann kommen hier jetzt noch Borte rein, die werden verschraubt, sodass hier nochmal mehr Stabilität in den Schrank reinkommt und hier unten, das ist auch schon durchgebogen. Da wird noch mal so eine Querstrebe hier drunter gebaut, dass das dann hochgehalten wird. Was sagen Sie zur aktuellen Lage hier? Alles scheiße. Achso, das darf man ja nicht sagen, ne? Ja, könnte besser sein. Ich habe mich ein bisschen geärgert. Das geht mir voll auf den Zeiger, sowas. Du willst ja eigentlich was anderes machen und ständig musst du hier irgendwelche Sachen flicken, weil es nicht vernünftig gemacht wurde. Mal gucken, ob das ins Video schafft, weiß ich noch nicht. Good vibrations. Einmal gesägt, fertig. Alles richtig gemacht. War eher eine Ellipse geworden als ein Kreis. Wir richten gerade unser Krankenlager ein. Ja, zuerst muss es hässlich werden, bevor es wieder hübsch wird. So, als Kari und Walter da waren, das hat uns mal wieder richtig einen Schub gegeben. Ich gebe das ehrlich zu, also dieses Bauen ist halt so gar nicht mein Ding irgendwie. Abonniere unseren Kanal, um kein Video zu verpassen.